Wir befinden uns hier am unteren Letten in Zürich, dem Elektrizitätskraftwerk hier der Stadt Zürich. Ich bin hier, weil es ist ein wunderbarer Ort und er hat sehr viel mit der nächsten Aktie zu tun. Hier kann man nämlich nicht nur Elektrizität gewinnen, sondern auch von dieser Brücke herunterspringen. Und das habe ich als Junge gemacht. Das ist eine wunderbare Sache. Elektrische Energie aus Wasser ist aber auch zukünftig. Ich bin nämlich überzeugt, dass wir mehr von natürlichen und erneuerbaren Energien leben sollten. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass auf der italienischen Top-10-Liste Enel, das italienische Elektrizitätskraftenergieunternehmen, aufgeführt wurde. Nun, wir wissen, dass Enel von den Finanzen her gut aussieht, sonst wäre sie nicht auf der Top-10-Liste von Novomat. Aber ist es auch eine gute Firma? Ich habe sie gegoogelt und gesehen, die Analysten sagen, man soll sie kaufen und die anderen sagen, man soll sie verkaufen. Wie üblich bringt das nicht gerade viel. Ich bin auf die Webseite von Enel gegangen und habe geschaut, was das für ein Unternehmen ist und es sieht mal auf ersten Blick gut aus. Revitalizing the Desert, so in diese Richtung heißt es da auf der Webseite und ich bin ein bisschen skeptisch, denn ich weiß, die Marketingleute können das sehr gut verkaufen, was da ist. Ich habe das genauer angeschaut bei der Firma, geschaut, was haben die denn wirklich für Energien und zuerst einmal feststellen dürfen, dass sie sehr viel Geld in erneuerbare Energien stecken. Sehr gutes Zeichen, genauso ein Unternehmen will ich. Ich habe dann weitergeschaut und gesehen, dass auch der heutige Mix der Energiequellen schon beachtlich aus erneuerbaren Energien besteht und dass gerade die Nuklearenergie, die mir nicht so gerade liegt, nur einen ganz kleinen Anteil des Unternehmens darstellt. Ein guter Grund für mich zu kaufen. Ich kaufe Enel und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer eigenen Investition.